Hallo, hier spricht Karl, der Direktor von der Schule für Fremdsprachen, Lingogenesis Limited. Also ich bin mehrsprachig, habe im Oktober 2009 mit Polnisch und Japanisch angefangen. Das sind bei mir die fünften und sechsten Fremdsprachen, die ich mir selbst beigebracht habe. Französisch und Italienisch habe ich auch autodidaktisch erlernt. Aber Deutsch war meine erste Fremdsprache und ich war 11 Jahre alt, als ich sie zum ersten Mal an der gemischten Gesamtschule hier in Großbritannien gelernt habe. Und jetzt bin ich Forscher, Übersetzer und auch Privatlehrer. Und seit dem Jahr 2004 unterrichte ich Deutsch natürlich, Spanisch, Französisch, Englisch als Fremdsprache und auch Mathematik. Es wundert mich aber nicht, dass diejenigen, die mich im Laufe der letzten 5 oder 6 Jahre angerufen oder mir eine E-Mail geschrieben haben, um Privatunterricht zu organisieren, immer noch nicht in der Minderheit sind. Und ich finde, das lässt sich also meiner Meinung nach leicht erklären, denn die meisten Leute fahren in den Urlaub nicht nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz und so weiter. Oder sie behaupten, dass Deutsch abrupt klingt oder dass man sich dabei fast die Zunge abbricht. Und ich habe auch gesehen, wie einige Briten den Deutschen feindlich gesinnt sind, weil ihre Gegenwart sie an die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs erinnert oder weil es ihnen einfach auf die Nerven geht, wenn die Deutschen sich zum Beispiel in Schlangen in den Supermärkten vordrängeln und wenn die Deutschen zum Beispiel um 8 Uhr morgens ihre Handtücher auf Sonnenbänke am Freibad in Spanien oder in Mallorca legen. Und andere behaupten, dass sie ein kaltes und fußiges Volk ohne einen Sinn für Humor sind und dass wir einfach miteinander nichts gemein haben. Also das ist der erste Teil meines Videos und gleich kommt der zweite. Also bis bald.